zivilisierte und hochtechnisierte Welt würde dem Abenteurer in uns nur noch fade Schonkost. Ich kann ihm versichern, dem ist nicht so. Das Abenteuer, das wir ihm gleich zeigen, wird sie staunen machen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt auch heil überstehen, der Kameramann und ich. Denn viele, viele vor uns haben es gewagt und sind verschollen auf der legendären Eisenbahnnebenstrecke Herne-Dortmund. Der Traum, den die Menschheit sich hier erfüllt, ist uralt. Die Sehnsucht nach einer Fortbewegungsart langsamer als das Kriechen auf allen Vieren. Nach langen, nervenaufreibenden Entwicklungsarbeiten ist es der Deutschen Bundesbahn endlich gelungen. Sie erfand den leistungsschwachen Niedrigstgeschwindigkeitstriebwagen. Eine in jeder Beziehung technische Katastrophe. Und hier ist das gute Stück, mit dem wir die gefährliche Reise unternehmen sollen. Ein rundherum misslungenes Vehikel, bestechend in seiner Hässlichkeit. Mir ist ein wenig mulmig zumute, aber was hilft's? Die Neugier überwiegt, also steigen wir halt ein. Das Abenteuer Nahverkehr beginnt. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier wirklich nicht in einem Lagerraum für ausrangierte öffentliche Sitzgelegenheiten. Dies ist tatsächlich der Innenraum des leistungsschwachen Niedrigkeitstriebwagen LNTW. Noch ist alles ruhig und friedlich. Es wächst der Eindruck, dieser Blechkasten wäre gar nicht in der Lage, sich in Bewegung zu setzen. Aber abwarten, bald werden wir eines Schlechteren belehrt. Leichtathlet braucht für die gleiche Strecke etwa 4 Sekunden an Bord einer Boeing 737. Der Börniger Bahnhof bietet samstags morgens ein Bild blühenden Lebens. Auf eine Umfrage von Ultratest antworteten nur 17% der befragten Börniger Bürger. Sie wüssten, dass es einen Bahnhof in Börnig gibt. 75% wussten das nicht. Die restlichen 8% fragten, was denn in Dreitoppelsdamm ein Bahnhof sei. Lassen Sie uns daher die Zeit nutzen und einen Blick auf unerlässliche Ausrüstungsgegenstände für solch eine Expedition werfen. Da wäre zunächst die Kamera, die hier nicht als Fotoapparat, sondern als nach außen sichtbarer Touristenausweis fungiert. Wäre das klassische erprobte Buch von Rüdiger Nehmberg, die Kunst des Überlebens, Survival, gleich gemacht. Klassische, tropenerprobte und leicht verschmutzte beige Hose und die dazugehörigen Schuhe, die mir in den letzten Jahren sehr an die Füße gewachsen sind, besonders der rechte. Dann die praktische schwarze Lederjacke, Baujahr 1871, also fast so alt wie dieses Gefährt hier, mit folgenden Extras. Zusätzlicher Laderaum für zusätzliche Zigaretten. Knopf am rechten Ärmel. Als letztes schließlich noch zur Selbstverteidigung eine Flasche Tabasco. Castrop Rauxel Süd heißt unsere nächste Station, meine Damen und Herren. Es gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Die verbreitete Meinung ist, es läge im Süden von Castrop Rauxel und zwar, wie Sie gerade sehen, mittendrin. Lassen Sie uns stattdessen die praktische Einrichtung des inzwischen liebgewonnenen Vehikels begutachten. Es gibt zwei Klassen, Klasse 2 Raucher und Klasse 2 Nichtraucher. Es gibt Sitzbänke, also ein Hauch von Luxus. Ferner Fenster für die Aussicht, Vorhänge für die Fenster, Form, schöne Ablagen und so weiter und so weiter.
Dortmund eingetroffen, dem Ziel unserer Reise, und somit beginnt der längste Teil derselben. Inzwischen machen sich schon die ersten Verschleißerscheinungen bemerkbar. Gehen wir gemeinsam dagegen an, indem ich Ihnen die unheimlich interessanten technischen Daten dieses Gefährts hier mitteile. Die Länge, 2 Wagen lang. Gewicht, je nach Beladung. Sitzplätze, vorhanden. Extras, Aschenbecher. Seitenwindabweichung, fast null. Hier hat sich nämlich bezahlt gemacht, dass man vorher Schienen verlegt. Geschwindigkeit 15 cm pro Stunde im Schatten. Anmerkung, es handelt sich um einen Schätzwert. Es ist bisher physikalisch unmöglich, die genaue Geschwindigkeit zu messen, weil das Ding so fürchterlich langsam ist. Wir befinden uns jetzt in Dortmund, Lütgendortmund Nord, das wahrscheinlich 1990 zum ersten Mal urkundlich erwähnt werden wird. Einer Umfrage zufolge wussten nur 17% der befragten Dortmunder Bürger, dass es solch einen Stadtteil überhaupt gibt. 75% verneinten. Immerhin 8% der Befragten wussten, dass es in Herne-Börr nicht einen Bahnhof gibt. Stelle kurz hinter Dortmund warten, ein wenig meditieren und den herrlichen Ausblick genießen. Meine Damen und Herren, das ist hier gerade Dortmund Huckade Nord. Einer Umfrage zufolge wussten 0% der befragten Essener Bürger, dass es Dortmund Huckade Nord gibt. Auf die Gegenumfrage, ob die Huckader Norder wüssten, dass es Essen gibt, antworteten 87%, was denn jetzt schon? Ein Wunder ist geschehen, meine Damen und Herren. Wir sind tatsächlich kurz davor, auf dem Dortmunder Hauptbahnhof zum Stillstand zu kommen. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, das Unternehmen war ein voller Erfolg. Es ist physikalisch gesehen möglich, die Distanz Herne-Dortmund in der unglaublichen Zeit von 45 Minuten zurückzulegen. Vorsichtig versuche ich aufzustehen. Die Beine gewöhnen sich langsam wieder ans Gehen. Ist kaum zu glauben, wir haben es geschafft. Dortmund Hauptbahnhof. Unsere letzte Sequenz. Der Bahnhof wirkt irgendwie seltsam verändert. Wahrscheinlich wurde er während unserer Fahrt total umgebaut. Zeit genug war dazu ja da. Wir werden nun 2 Wochen hier uns von den Strapazen erholen und dann die Rückreise antreten. Wünschen Sie uns jetzt schon bitte viel Glück dazu. Bis dahin also auf Wiedersehen und einen angenehmen Tag noch.